Some call it fate, some call it love. Some call it guidance from above. You are the Akron, das Astrologie-Handbuch. Akron liebt es immer, die Dinge etwas zuzuspitzen oder auch provokant zu formulieren. So auch beim Mars in Steinbock. Als Thema nennt er Herausforderung trotz Eigensinn, Wirklichkeitssinn, Durchsetzungssinn, Tollkühnheit, aber auch Verhärtung. Als Ziel Kampf und Widerstand gegen die Außenwelt. Das nennt er auch kompensierte Triebhemmungen. Nun, ihr seht schon, das ist eben einseitig zugespitzt, weil Mars in Steinbock lebt nicht nur für Kampf und Widerstand gegen die Außenwelt, sondern er bewirkt auch sehr viel für die Ordnung der Gesellschaft. Er tritt ja eben auch als Ordnungshüter auf und damit hat Akron das Ganze eben mehr auf die Widerstandsseite interpretiert. Denn auf das gesellschaftliche Funktionieren, das Mars in Steinbock durchaus gewährleisten mag oder könnte. Also, Akron schreibt weiter. Mars in Steinbock ist der rücksichtslose Gott des Scheiterns, der das Machtprinzip des Egos an den Verhinderungen des Unbewussten aufreibt. Deshalb bist du einerseits bestrebt, alle Hindernisse zu beseitigen, die dein äußeres Handeln beeinträchtigen. Andererseits ist es aber gerade die Behinderung deiner Entfaltungsmöglichkeiten, die dich zur Überwindung immer höherer Hindernisse antreibt. Das verhinderte Wollen erhebt sich drohend aus den Niederungen der Gewalt und wird zu Affekthandlungen, Unfällen oder akuten Krankheitsausbrüchen führen, wenn diese inneren Spannungen nicht durch Einsichten und entsprechende Reife aufgefangen werden können. Es ist das überkommene Weltbild, das zunichte gemacht werden will, denn Mars kündet vom Scheitern als notwendige Voraussetzung, um zu einer umfassenderen Wahrheit zu gelangen. Will man die eigenen Forderungen erzwingen, muss man sich des Krieges bedienen, was natürlich nie im eigenen Unrecht, sondern immer in der Uneinsicht der anderen liegt. Letzteres ironisch zu verstehen. Ja, ihr hört, dass eben diese Begriffe wie Scheitern oder der Zwang zum Krieg auch hier polarisiert zugespitzt wirken, aber tatsächlich zu den Schattenseiten von Mars in Steinbock gehören. Oskar Adler, das Testament der Astrologie, ein sehr umfangreiches, vierbändiges Werk, geschrieben bereits in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts, also etwa 90 Jahre alt. Daher von der Sprache auch ein bisschen antiquiert, nicht aber von seinem Inhalt her. Das ist der zweite Band Planeten, Welt und Mensch. Und Adler schreibt zuerst über Mars in den Erdzeichen. Folgendes. Hier im Ackerland Erde im Bereich der physischen auf Verwirklichung gerichteten Arbeit hat Mars sein wesentliches Gebiet, was denn auch darin seinen Ausdruck findet, dass im kardinalen Zeichen der Erdqualität, also in Steinbock, die eigentliche Erhöhung der Marskräfte geschieht. Alles Tun im eigentlichen Sinne des Wortes geschieht durch die Marsenergien, soweit es auf den Moment ankommt, in dem das Wollen zur Tat wird. Aber gerade darum, weil dieses Tun im Element Erde allein jene Widerstände vorfindet, an denen es sich gleichsam an der Gegenwirkung des elementaren Naturwillens in seiner vollen Kraft erst zu erproben hat, wird ihm dieser Erdplan erst zum wahren Prüfstein seines Wertes.
Ein sehr schöner Begriff. Mars in Steinbock ist eine Art Prüfstein. In diesem Zeichen, also in Steinbock, so schreibt Adler weiter, entfaltet Mars die stärksten Kräfte der Entscheidung, soweit sich diese auf die Arbeit im Erdbereich beziehen. Alle als Eigenschaften des Steinbockmenschen beschriebenen Merkmale erhalten durch Mars gewaltige Stärkungen, sodass gerade hier das unabweisbare Bedürfnis entsteht, den Arbeitsertrag in irgendeiner Form der Allgemeinheit darzubringen oder ihrer Autorität zu unterbreiten. Daraus entspringt das so häufig mit Mars in Steinbock verknüpfte Streben, mit seiner Tätigkeit in die Öffentlichkeit zu gehen, sei es in die kleine Öffentlichkeit, wie etwa das private Vereinsleben, sei es in die große Öffentlichkeit im weitesten Sinne des Wortes, je nach den Fähigkeiten, die im einzelnen Fall ein solches Hervortreten möglich machen. Damit können wir also durchaus annehmen, dass Mars im Steinbock auch in der Politik ein gewichtiges Wort mitzureden hat, nicht nur in der Kampfkunst. Und wenn Mars in Steinbock eben vielleicht auch noch mit Sonne oder Merkur in Steinbock oder mit anderen Erdzeichen, insbesondere eben auch mit einem vielleicht etwas visionär geprägten Merkur in Schütze gekoppelt ist, dann wäre das eben ideal für die gesellschaftliche Sphäre, für die Wirtschaft oder für die Politik. Und damit kommen wir zum letzten Buch. Jetzt ein wenig persönlicher, nämlich ein Buch von Dana Gerhardt, Lebendige Planeten. Sie schildert die Planeten eben anhand von Beispielen, anhand von Geschichten, auch anhand von persönlichen Erfahrungen. Sie spricht hier nicht dezidiert über Mars in Steinbock, sondern über das Thema Grenzen, Mars und Grenzen. Aber nachdem ja der Saturn Planet der Grenzen ist, können wir diesen Textauszug von Seite 53 ihres Buchs durchaus auf Mars in Steinbock beziehen. Sie schreibt: Wir sollten unseren Kindern beibringen, wie sie die Grenzen anderer achten und auch ihre eigenen auf eine gesunde Art und Weise wahren können. Gegen Erwachsene anzukämpfen ist nicht der richtige Weg. Ich bin den älteren Menschen in meinem Leben dankbar, die mir gezeigt haben, wie ich meinen Mars kultivieren kann, ohne zu kämpfen. Ich musste einfach lernen, klarere Linien zu ziehen. Als es zu einem Streitpunkt wurde, meinen Sohn für die Schule anzuziehen, setzte ich die Grenze bei der Schule. Zur Schule zu gehen war etwas, worüber ich nicht mit mir verhandeln ließ. Doch ich überließ es seiner Wahl, ob er im Pyjama gehen wollte oder nicht. Natürlich hat er mich getestet. Doch schon beim ersten Mal, als er im Schlafanzug aus dem Haus ging, rannte er sofort wieder zurück und holte seine Klamotten, bevor ich noch die Autotür aufgemacht hatte. Einige Wochen später musste ich lachen, als er mir verkündete: Mama, ich kann mich anziehen, wann ich es will. Ach ja, wie hast du das denn herausgefunden? Mein Bauch hat es mir gesagt, erwiderte er fröhlich. Ich habe einfach nur meinen Kopf in meinen Bauch gesteckt und es gehört. Er hatte die Kraft seines Willens entdeckt. Er musste dazu kein Dutzend Bücher über Chakren lesen. Er konnte sich im Rhythmus mit seinem Mars bewegen und sich anziehen, wann er wollte. So wie meine Geduld und mein Umgang mit meinem Sohn besser wurde, ging es auch meinem Mars immer besser. Also hier hört ihr nochmal, es geht bei Mars in Steinbock auch um Disziplin, um Autoritätsthemen, um den Versuch von Disziplinierung. Und wenn hier
der Eigenwille des Marses mit dabei sein darf, wenn das Kind das Gefühl hat, ich kann es selbst entscheiden, dann ist das natürlich viel einfacher, als wenn Mars in Steinbock immer nur gegen starre Regeln, starre Vorschriften, gegen enge Einschränkungen rennen muss oder sich den Kopf stoßen muss. Dann kann Mars in Steinbock natürlich sehr stur, aber auch sehr grantig und sehr wütend werden. Also ihr seht insgesamt als Resümee aus diesen 7 Buchzitaten, Mars in Steinbock ist eine sehr hohe Kraft, die extrem viel umsetzen kann, wenn wir denn den richtigen, disziplinierten, aber eben auch nicht übertrieben starren Weg finden, die richtigen Energien aus diesem Mars, aus diesem männlichen Prinzip herauszukitzeln. Danke fürs Dabeisein und vielleicht einmal wieder zur Astrobibliothek von Ad Astra. Tschüss. Some call it faith, some call it love. Some call it guidance from above. You are the reason we found us. So